Ja, liebe Busfreunde, wir besuchen heute mal, beziehungsweise der TSG Hoffenheim mit dem Busunternehmer Matthias Bauer ist heute das erste Mal am Tegels im Trainingslager. Und die Bustouristik-Schätzer begrüßt euch erst einmal recht herzlich in meiner Heimat. Also, Vielen Dank, vielen Dank. es freut mich wirklich sehr, dass die TSG Hoffenheim da ist. Ihr seid als Spitzenmannschaft, Bundesliga Sechster letzte Saison. Und was ich weiß, jetzt seid ihr ja auf dem Platz, wo der FC Bayern letztes Jahr um die Zeit trainiert hat. Ich glaube, da holt ihr euch die Kraft auch, die schon haben. Gell? Hoffen wir, Herr ja. Bauer, wie gefällt es Ihnen am Tegernsee? Erster Eindruck? Der erste Eindruck ist gut, das Wetter passt. Ja, Das Hotel kann man lassen, wie es ist. Ja, gibt gerade kein Ist, besseres. wollte ich gerade sagen, ne? Ist eine First-Class-Adresse. Nein, also bisher ist der Eindruck sehr positiv. Ja. Darf ich mal fragen, mit wie vielen Leuten fahrt ihr normalerweise, wenn ihr jetzt zum Spiel geht? Das Fahrzeug hat 34 Fahrgastplätze und die sind im Allgemeinen auch fast voll besetzt. 33 haben wir immer dabei, Spieler, Funktionsteam, Trainer, Mannschaftsarzt, was eben so dazugehört. Und deswegen ist er eigentlich relativ voll. Ja. Wie viele Busse habt ihr jetzt als Unternehmen Bauer? Für Hoffenheim fahren 4 gebrandete Fahrzeuge. 4 gebrandete Fahrzeuge. Ständig unterwegs für alle Mannschaftsteile. Überwiegend am Wochenende. Unter der Woche wird selten Ja. Fußball gespielt, leider. Wäre auch mal eine Ja, bessere. obwohl jetzt international ist es ja dann unter der Woche. Das wird dann wieder ein bisschen stressiger, weil dann haben wir durch die Bank weg englische Wochen. Ja. Ist denn jetzt eigentlich für eine Mannschaft, für eine Fußballmannschaft, wenn jetzt kein Bus fahren dürfte oder kein Bus da wird, dann gibt es doch eigentlich gar keine Transportmöglichkeiten. Wie bringe ich denn die da ins Stadion hin, oder? Ja, das haben wir also während der Hochphase der Corona sind die Spieler für im Trainingsbetrieb halt mit ihren PKWs gefahren, Ja, okay. um eben das einzuhalten. Aber zu den Spielen ist das eigentlich eher nicht vorstellbar. Ja, also der Bus Deshalb, ist. der Bus ist das Haupttransportmittel, der Bus ist das Wohnzimmer der Spieler. Das ist auch der Grund, warum wir bis nach in die Ukraine gefahren sind, um dieses Wohnzimmerfeeling auch auswärts zu haben. Okay. Ja, die sind geflogen und der Bus war aber dann vor Ort und hat sie am Flughafen abgeholt und zum Spiel gefahren. Ja, das finde ich jetzt zum Beispiel auch mal eine Kommunikation nach draußen, wie wichtig der Bus als Verkehrsmittel eigentlich ist. Jetzt nicht nur für Bundesliga-Vereine, wir wollen ja, dass alle wieder gerne mit dem Bus Richtig. mitfahren. Ja. Hast du noch ein schönes Wort für die Busunternehmer und für die Reisenden, die so gerne mit Ja. dem Bus fahren? Für die Busunternehmer ja dann weniger, weil die wollen unbedingt. Für Ja. die Reisenden, Leute, Mut. Mut. Setzt die Maske auf und fahrt. Ja, Ja, genau. im Bus ist die Ansteckung mit Sicherheit geringer als beim Rewe oder beim Lidl. Also jetzt nicht als Schleichwerbung oder Ja. im Verbrauchermarkt generell. Wir haben Lüftungen da drin. Das ist die wahre Pracht. Ja. Die Luft wird einmal pro Minute ausgetauscht, wenn Ja. es richtig läuft. Ja, da haben wir schon mal berichtet, dass die Klimaanlagen in einem Bus eigentlich das Beste sind. Das eigentlich ist das jetzt das sicherste, umweltfreundlichste Fahrzeug, das ich mich bewegen kann oder wo ich mich bewegen Richtig. kann. Ja. Stimmt, genau. Ja, bedanke mich fürs Gespräch, wünsche euch Gerne. schöne Tage am Tegernsee und eine spannende Saison. Wir Bayern sind ja leider jetzt nicht da, wir haben noch in Lissabon zu tun gerade, aber kriegen wir vielleicht auch noch die Woche alles hin, dass es alles wieder Genau. passt. Okay, Danke, Herr Bauer. Corona-Gruß. Danke dir. Ja, Danke. gerne. Danke.